Hallo zusammen, ich habe hier eine 92 Liter Einbaukühlbox. Also die ist gebaut für den festen Einbau. Und zwar ist das eine Isotherm Indel Webasto Marine. Wir haben hier einen kleinen Überblick, so wie das Teil auf dem Prospekt aussieht. Er läuft momentan, ich habe es hier laufen, mit einer Batterie habe ich gerade hingestellt. Aber das Interessanteste kommt noch. Wir haben hier zum Beispiel diese Deckel, die müssten dann eben unter eine Arbeitsplatte eingebaut werden. Und die liegen hier so drauf, zwei Stück. Und ich habe hier drei Körbe. Da habe ich noch ein Thermometer, das Teil kühlt also, das funktioniert. Wir schauen uns dann noch von oben her an. Ich habe es jetzt hier laufen lassen mit einer Batterie. Wir haben hier eben ein Isotherm-Kühlaggregat. Ich stecke den hier aus. Die Batterie brauchen wir nicht für den Zweck. Das ist eine Lithium-Batterie. Wir haben hier einen Kompressor, der ist original unten an dieser Box angemacht. Das habt ihr vorher auf dem Foto gesehen. Und er läuft auf 12, 24 und 230 Volt. Ist ein BD50, also der bisschen stärkere Bruder vom BD35. Und wir haben durchschnittlichen Energieverbrauch im eingebauten Zustand, weil das Ding muss hier noch ein bisschen eingebaut werden, Deckel empfiehlt sich auch noch ein bisschen zu isolieren, von 15 Wattstunden pro Stunde. Das heißt, er braucht etwa 1,5 Ampere bei 5 Grad innen und 25 Grad außen. Diese Box hat einen Verkaufspreis von über 2000 Euro. Wird im Boden eingesetzt, aus diesem Grund war es nicht so teuer. Und das Teil ist gebraucht, war mal eingebaut auf dem Boot, hat dem Kunden nicht gepasst, hat man es wieder ausgebaut. Ich habe es hier, ihr könnt das haben für 500 Euro. Das ist also ein sehr guter Preis. Wer schneller ist, ist schneller. Für den Preis kriegt ihr kein so ein Einbaukühlgerät. Von den Maßen her, ich drehe das vielleicht hier um, wir haben eine Schräge, weil das kommt aus dem Sektor Boot, da ist immer alles hier ein bisschen schräg, weil der Bootsrumpf läuft dann so. Und wir haben hier eine Tiefe von 48, dann eine Höhe mit dem Deckel ohne Zusatzdeckel von 46 und eine Länge von 80 cm. Wir haben eben die zwei Deckel, die hebe ich mal weg hier. Und dann schauen wir uns die Box von innen her an. Ja, die Box, die sieht so aus, wir haben hier Körbe. Die sind hier so eingehängt. Den mittleren Korb muss ich rüberschieben oder ich kann auch den Korb schieben. Hier habe ich Platz für Flaschen. Hier so den Korb. Dann drehen wir uns um. Wir haben hier den Thermostaten, also Isotherm. Das Ding ist ein bisschen staubig geworden. Wir haben ja auch hier Eisansatz vom Kühlen. Und hier unten ist der Regelthermostat und eine Innenbeleuchtung. Und hier haben wir das Tippenschild von diesem Kühlschrank. Hier steht zwar Power 110 Watt. Wo Sie das hernehmen, kann ich euch nicht genau sagen. Ihr seht auch den Hersteller Indel Webasto Marine. Wir haben das Teil eigentlich nicht im Programm, aber steht hier und ihr könnt das erwerben. Zum Herstellungsdatum. Das ist ein Gebrauchgerät. Das Herstellungsdatum ist KW 2017
Woche 39. Es wurde im Herbst 2017 hergestellt, bis dann das irgendwo eingebaut ist, wahrscheinlich 2018 oder 2019 wurde das in Betrieb gesetzt und letztes Jahr wieder außer Betrieb gesetzt, weil es Kunden nicht gepasst hat. Ja, dieses BI Built-in, ich kann kein Englisch, wegen dem lasse ich alles auf Deutsch. Also eine Einbaukühlbox. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.